Hallo ihr Lieben und willkommen Hallo. zum nächsten Escape Room Adventskalendertürchen. Bei dem letzten Rätsel hatten wir diese Geheimbotschaft, die man rückwärts entschlüsseln musste und wo uns gesagt wurde, dass diese Idioten, die die Plätzchen und die Milch einfach gefuttert haben, was wir nie getan hätten, dass da genau Gift drin war und die noch 10 Stunden, waren das 10 Stunden, glaube ich, Zeit haben, weil dann sind sie tot, wenn sie bis dahin nicht raus sind. Retrum, genau. Und das Bildchen, der Bildausschnitt gehörte dann hier zu diesem Bild, zu dem brennenden Treppenhaus. Und wir machen das jetzt einfach auf und fangen dann mit dem nächsten Türchen an. Und zwar ist das der 10. Dezember. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gift in Plätzchen nach 10 Stunden tot. Toni las nochmal den Satz rückwärts vor und sein Gesicht schien innerhalb dieser 2 Sekunden an Farbe zu verlieren. Hannes legte instinktiv schützend eine Hand auf seinen Bauch. Auch Mats schluckte schwer. Bisher war das Ganze zwar nervig gewesen, doch jetzt wurde aus dem seltsamen Spiel eine tödliche Bedrohung. Was haben sie denn erwartet? Weil ihm immer einfach die Plätzchen futtert. Aus einem unbekannten Spinner ein psychopathischer Killer. Seltsam, wie sich in wenigen Sekunden alles ändern kann, dachte Mats und musste sich unwillkürlich an den Moment erinnern, der er sein Leben für immer verändert hatte. Es war an Heiligabend gewesen, was sonst? Mats war gerade 8 Jahre alt. Seinen Vater, da ist wieder der Vater. Da ist er wieder. Seinen Vater hatte er den ganzen Tag noch nicht zu Gesicht bekommen. Der hatte früh am Morgen die Wohnung verlassen und als er am Nachmittag nach Hause kam, hatte er sich in das Schlafzimmer eingeschlossen. Okay. Das war für Mats nichts Neues. Sein Vater zog sich bereits seit einigen Monaten immer mehr zurück, aber seit er nicht mehr zur Arbeit ging, war es noch schlimmer geworden. Manchmal hörte Mats ihn hinter der verschlossenen Tür vor sich hinreden, doch der Junge konnte sich keinen Reim aus den Worten machen. Er schien mit jemandem zu sprechen, doch Mats hatte niemand sonst in das Zimmer gehen sehen. Wenn sein Vater dann irgendwann wieder herauskam, schaute er seinen Sohn oft misstrauisch aus hohlen Augen an. Mats fragte sich dann meist, ob der Mann ahnte, dass er an der Tür gelauscht hatte und bekam ein schlechtes Gewissen. An diesem Weihnachtsabend hatte seine Mutter eine leckere Ente im Ofen zubereitet und Kartoffelklöße dazu gemacht, weil Mats die so liebte. Sein Vater hatte sich wortlos an den Tisch gesetzt und mit dem Messer die Entenbrust aus seinem Teller seziert. Neben ihnen strahlte bereits der Weihnachtsbaum mit den roten Kugeln im Licht der echten Christbaumkerzen. »Ihr denkt wohl, ich merke das nicht?« hatte der Vater leise drohend gefragt und dabei weiter auf das Fleisch gestarrt. Hä? »Aber bevor ich euer Gift fresse, verhungere ich lieber.« Hä? Seine Stimme war plötzlich laut und aggressiv geworden. Mats Mutter nahm schnell ihren Sohn an den Schultern und schob ihn mit dem Teller in der Hand in die Küche. »Geh bitte schon mal rüber, Schatz«, hatte sie gesagt und die Küchentür hinter ihm zugezogen. Was ist da denn los? Aber da sagt er was von Gift. Das, was damit zusammenhängt? Ja, keine Ahnung. Mats hatte auf das rot-weiß karierte Wachstuch des Küchentisches geschaut. Seine Knödel lagen wie traurige Felsen in einem Meer aus Soße und wurden kalt. Ja. Mats hörte, wie seine Eltern sich stritten. Es wurde immer lauter und als Mats es nicht mehr aushielt, nahm er sich seine Jacke und verließ die Wohnung. Er lief die knarzenden Holztreppen herunter zu dem verlassenen Innenhof des Mehrfamilienhauses. Dort begann er verbissen, die dünne Eisschicht auf dem Boden mit der Schneeschaufel abzukratzen, bis seine Hände taub von der Kälte waren und er die Schaufel nicht mehr richtig greifen konnte. Was ist ein Schnee? Was ist ein Schnee? Ach so, wäre schön, wenn es mal wieder so ist, ha? Ja. Da roch er einen vertrauten Geruch. Jemand musste irgendwo ein Feuer entfacht haben. Oh. Vertraut ist aber auch nicht gut, wenn er so vertraut ist. Na gut, wenn die einen Kamin haben. Ja, gut. Ja. Der Duft erinnerte ihn an die gemütlichen Grillabende im Sommer. Okay. Doch als er nach oben blickte, entdeckte er den wahren Ursprung des Rauchgeruchs. Was danach geschehen war, hatte ihm ein freundlicher Arzt im Krankenhaus in der späteren Nacht erklärt. Er selbst konnte sich kaum erinnern. Offensichtlich hatte sein Vater einen paranoiden Schub gehabt, der in einem Wutanfall gemündet war. Ja, klasse.
Bei den folgenden Handgreiflichkeiten war der Weihnachtsbaum umgestürzt und hatte sofort den Polyesterpullover seines Vaters und den halben Esstisch in Brand gesetzt. Innerhalb weniger Minuten hatte die ganze Wohnung in Flammen gestanden. Mats war nach oben gerannt und hatte seine Mutter im verrauchten und brennenden Wohnungsflur gefunden. Er hatte sie nach draußen gebracht und sich dabei nicht mal verletzt. Von einer kleinen Brandverletzung auf der Handoberfläche mal abgesehen. Seine Mutter hatte schlimme Verbrennungen und eine schwere Rauchvergiftung erlitten. Für seinen Vater war jede Hilfe zu spät gekommen. Oh, also ist meine Vermutung, dass er der Entführer ist, wohl doch hinfällig. Wahrscheinlich eher weniger. Der Vater schien ja krank zu sein irgendwie. Irgendwie, also psychisch meinst du? Kommt schon oder wollt ihr hier unten sterben, rief Toni drängend und holte Mats damit aus seinen düsteren Gedanken. Ich habe hier unter dem alten Teppich eine Falltür gefunden, ab unterm Keller nochmal eine Falltür. Oder was? Ja, geht's dann doch noch tiefer, ne? Ich habe hier unter dem alten Teppich eine Falltür gefunden, aber sie ist mit einem Zahlenschloss abgesperrt. Wir müssen den Code dazu knacken. Mhm. Welche Zahlen müssen Sie auf dem Zahlenschloss einstellen? Antwortmöglichkeit 1, 11. Antwortmöglichkeit 2, 12. Antwortmöglichkeit 3, 13. So schaut der ganze Spaß aus. Das sieht wieder aus wie irgend sowas. Das ist vielleicht ganz einfach, aber... Man macht sich wieder zu viele Dinge. Das ist mit einer Logik nicht so... Okay, so. Also hier müsstest du dann die Zahl einstellen. Und hier unten hat man dann stehen, 2 plus 7 ist gleich 10. 3 plus 8 ist gleich 8. 6 plus 7 ist gleich... Fragezeichen. 2 plus 7 ist ja normalerweise 9 und hier steht 10. Ja. 3 plus 8 ist eigentlich 11, hier steht 8. 6 plus 7 ist eigentlich 13. Das ist aber echt kompliziert. Wo wollen sie denn da jetzt mit einem wieder hin? Gibt es irgendein Muster? Nee, ne? Ich sehe gerade noch keins. Doppelt in irgendwo drinne? Auch nicht. Nö. Wir haben auch nicht... das sind 10... Das sind 11. Ach so, ach nee. 3 plus 8. Nee, es geht nicht. 2 plus 7 sind 9. Ich habe gerade noch so gar keinen. Wenn man so den Unterschied nehmen würde, also wenn man jetzt die echte Zahl nimmt, nicht die, wenn man die 10 oder die 8 erstmal außen vor lässt, wäre ja 2 plus 7 wäre ja 9. So, das nächste ist dann 3 plus 8, das sind 11. Das sind zwei Unterschiede. Und dann wäre dann 6 plus 7 gleich 13. Auch wieder zwei Unterschied. Ja. Also, finde ich jetzt so, wäre so die logische. Ja, aber ich, wenn du, guck mal, aber 6 plus 7 ist gleich 13, wäre ja. Könnte man ja hier Antwortmöglichkeit 3 nehmen, was ja 13 ist, aber ja. Ich fände das zu einfach. Wieso? Warum sollten die denn jetzt hier die richtige Antwort, also weißt du, was ich meine? Nee. Warum sollten die einem das so einfach machen? Keine Ahnung. Meinst du, das ist zu einfach? Mhm. Ach, 6 plus 7 ist ja 13. Ach so. Deswegen? Ach, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. I don't think so, boy. Ich habe jetzt nur nach dem Ende geguckt. Vor allen Dingen, weil ja hier bei den beiden oberen Rechnungen jeweils immer das falsche Ergebnis rauskommt. Warum sollte denn hier auf einmal das Richtige rauskommen? Das glaube ich nicht. 10, 8, 10, 8. Aber da gibt es auch keinen Unterschied, ne? 10, 8, hier sind immer 2. Hier ist einer Unterschied. 7 und 8 wäre einer Unterschied. Das ist halt auch, man sucht halt nach Mustern. Mhm. Boah, keine Ahnung. Das wäre das Einzige, was ich jetzt sagen würde, was mir einfallen würde. Warte mal. 8, 4, 6, 8. Die Schweine. So, zähl mal die Buchstaben der jeweiligen Zahlen zusammen. Also 1, 2 sind 4. Also ja, ja. 2 besteht aus 4 Buchstaben, 7 besteht aus 6 Buchstaben, ist 10. Okay.
3 besteht aus 4, 8 besteht aus 4, ist 8. Das ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Plus 6. Also ist 11. Das sind ja fast. Also wenn das jetzt stimmt. Ja, aber das klingt auf jeden Fall logisch. Weil ich meine, 6 plus 7 ist 13, ja, das stimmt, aber ich glaube nicht, dass die einen das hier so. Also wenn man die Buchstaben zusammenzählt quasi und die als den Wert nimmt sozusagen, den die ergeben. Dann würde man jetzt auf 11 rauskommen, was uns zu diesem Bildausschnitt hier bringen würde. Ein Teil einer Leiter, würde ich jetzt mal meinen. Ja, es sieht aus wie eine Leiter. Ne? Würde ja eigentlich auch zur Falltür passen. Ja, das stimmt. Dass man sagen würde, okay, wenn die aufkriegen, dass sie noch irgendwie runtersteigen müssen. Oder stimmt. Sowas, ne? Ja, okay. Ich würde sagen, wir nehmen das einfach mal so, oder? Ja. Also wir locken die Antwort Nummer 1 ein mit 11 und... Und sehen dann morgen, ob das stimmt. Genau. Na? Dann bis morgen, ihr Lieben. Und wir werden ja sehen, ob wir recht haben. Tschüss. Macht's mal gut.